Wenn auch du Probleme mit dem Parieren hast, andauernd Schaden nimmst und gegen die Eiferer nicht ankommst, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn in diesem Video zeige ich dir, wie du richtig parieren kannst. Moin, mein Name ist Nico der Profi und wenn du Bock auf noch mehr Assassin's Creed Videos hast, dann kannst du gerne mit einem Abo dabei bleiben, denn es werden noch einige Videos kommen. Aber fangen wir mit dem Video an und bevor es so richtig losgeht, eine Empfehlung. Falls ihr jetzt zwei Waffen tragt, also in der Offhand bzw. in der zweiten Hand auch noch eine Waffe tragt, dann wechselt auf das Schild, wenn ihr Probleme mit dem Parieren habt, denn so wird es auf jeden Fall um einiges leichter. Ansonsten könnte nämlich das hier passieren, wenn ihr blocken wollt und... Das sieht zwar cool aus, aber blockt jetzt erstmal keine Angriffe. Das heißt, da müsst ihr sehr gut timen einfach und wirklich jedes Mal perfekt das Ganze timen, damit ihr immer kontern bzw. parieren könnt. Deswegen Schild in die Hand. Ich habe das Ganze in vier Teile unterteilt und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Punkt 1 an. Und zwar geht es beim Parieren um das richtige Timing. Und das richtige Timing heißt nicht dann drücken, wenn der Angriff ausgeführt wird, also wenn er gerade beginnt, sondern erst dann, wenn er kurz davor ist, euch dann auch tatsächlich zu treffen, dann pariert ihr das Ganze perfekt weg. Damit ihr das richtige Timing üben könnt, empfehle ich euch auf jeden Fall irgendwie Gegner zu separieren, dass ihr einfach nur gegen einen Gegner kämpft oder am Ende von einer großen Gegnergruppe eben euch einen oder zwei überzulassen, an denen ihr dann das Ganze üben könnt. Also habe ich das am Anfang gemacht und das hat bei mir auf jeden Fall sehr gut geholfen. Punkt 4 sind die verschiedenen Angriffe. Ich habe jetzt vier verschiedene im Spiel entdeckt. Das ist einmal der Angriff, wo einfach nichts passiert. Also ihr werdet einfach ganz normal angegriffen und bekommt keinen optisches oder akustisches Signal. Dann gibt es einmal diesen Angriff, wo so ein gelb-goldener Glanz entsteht. Der ist dann schon etwas stärker. Außerdem gibt es dann noch den mit dem roten Glanz und zu guter Letzt noch den mit dem roten Glanz und einem akustischen Signal, wenn ihr angegriffen werdet. Das ist erstmal generell wichtig zu wissen, dass es eben vier verschiedene gibt und jetzt ist noch wichtig in Punkt 3 zu wissen, was davon könnt ihr denn überhaupt parieren bzw. blocken. Wenn ihr angegriffen werdet von jemandem und da passiert halt nichts, ihr werdet einfach nur angegriffen, das könnt ihr auf jeden Fall parieren, da müsst ihr nicht davor zurückschrecken, da könnt ihr auf jeden Fall immer mit dem Schild reingehen. Genauso ist es mit dem gelben Glanz bzw. goldenen Glanz, das könnt ihr auch auf jeden Fall parieren. Bei dem Angriff mit dem roten Glanz ist es so, dass ihr das zwar blocken könnt, aber ihr könnt das nicht parieren, aber es ist immer noch besser, als dann komplett getroffen zu werden. Aber hier an der Stelle wäre zum Beispiel die Rolle einfach die sinnvollere Alternative, um sich aus der Situation herauszuziehen. Ihr werdet auf jeden Fall Schaden bekommen, aber nicht so viel, als wenn ihr nichts machen würdet. Bei dem roten Angriff mit dem akustischen Signal ist es ganz wichtig, dass ihr da einfach wegkommt, weil selbst wenn ihr das Schild da hochzieht, bekommt ihr trotzdem noch sehr, sehr viel Schaden und gerade gegen Eiferer kann euch das ganz schnell das Leben kosten. Da also auf jeden Fall auch wegrollen, damit ihr aus der Gefahrenzone rauskommt. Und hier ist auch ganz wichtig, eine Rolle pro Angriff genügt. Das heißt, wenn ihr euch wegrollt und er euch trotzdem treffen würde, dann geht der Angriff durch euch durch und ihr bekommt keinen Schaden. Wichtig ist aber, es gibt auch Kombinationsangriffe und da müsst ihr dann eine zweite Rolle beim zweiten Angriff logischerweise wieder machen, weil sonst werdet ihr getroffen. Es ist also wichtig darauf zu achten, was passiert optisch und was passiert akustisch und dann daraufhin müsst ihr eben eine schnelle Entscheidung treffen, ob ihr parieren wollt oder ob ihr euch wegrollt, denn nur so könnt ihr Schaden vermeiden bzw. euch einen Vorteil verschaffen. In Punkt 4 ist es jetzt noch wichtig zu wissen, was passiert denn überhaupt, wenn ich nicht richtig pariere bzw. im falschen Augenblick einfach pariere und einfach nur blocke. Bei den ersten beiden Angriffen, die ich euch genannt habe, die ihr auf jeden Fall parieren könnt, ist es so, wenn ihr nicht im richtigen Moment pariert und einfach nur abwehrt bzw. blockt, dann werdet ihr Ausdauer und Adrenalin verlieren. Adrenalin verliert ihr nur bei Adrenalinbalken, die noch nicht ganz gefüllt sind. Das heißt, ihr könnt keinen gefüllten Adrenalinbalken verlieren. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Ist aber auch ein großer Nachteil, wenn ihr beispielsweise in einem Bossfight seid und dann eben durch eine blöde Aktion wieder einen ganzen Adrenalinbalken verliert, weil das ist ziemlich viel, was ihr dann verlieren könnt in einem Bossfight. Und das wird ganz schnell nervig, denn da braucht ihr einfach Adrenalin, um euch auch einen Vorteil zu verschaffen. Ebenso ist es mit der Ausdauer. Wenn ihr einfach viele Schläge abbekommt und die einfach immer nur blockt, anstatt sie zu parieren, geht eure Ausdauer runter. Ist sie bei 0, könnt ihr euch nicht mehr wegrollen und ihr könnt auch nicht mehr parieren. Das heißt, auch in einem Bossfight ist das wieder ein extrem großer Nachteil für euch, weil ihr einfach nicht mehr reagieren könnt, völlig offen steht und dann eben schnell mal einen Angriff abbekommt, der euch dann umhauen kann. Und im schlimmsten Fall ist es eben so, also einen Angriff parieren wollt, den ihr nicht parieren könnt, dann verliert ihr eben einfach Leben. In Kombination mit Abzug von Adrenalin und Ausdauer. Und weil ich jetzt die ganze Zeit davon gesprochen habe, dass ihr euch quasi einen Vorteil verschaffen könnt, wenn ihr richtig pariert, kommt jetzt Punkt Nummer 5. Was passiert denn nun, wenn ihr richtig pariert?
Zum einen könnt ihr eure Adrenalinanzeige wieder auffüllen. Das ist mega praktisch in Bossfights oder generell gegen Gegner. Und wenn ihr nicht so der Attentat-Typ seid, dann ist das auf jeden Fall euer Weg, um euch im Kampf Adrenalin wiederzuholen. Und zum anderen sinkt die Ausdauer eures Gegners. Und wenn dieser auf 0 sinkt, geht er zu Boden und ihr könnt einen Angriff ausführen, der extrem viel Schaden macht. Das ist auch wieder gegen Bosse sehr, sehr hilfreich, aber eben auch gegen stärkere Gegner oder auch einfach nur so, weil es witzig ist. Das sind meine 4 Schritte bzw. Tipps für dich gewesen, mit denen du auf jeden Fall besser parieren kannst und dir einen Vorteil in Bossfights oder auch gegen normale Gegner verschaffen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Das hilft dem Kanal auf jeden Fall weiter, denn so wird das Video auch noch anderen Leuten angezeigt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.